Die Corona-Warn-App soll eigentlich vor möglichen Risikobegegnungen warnen. Das Problem: für Millionen Nutzer funktionierte das offenbar wochenlang nur bedingt oder gar nicht. Schuld war ein technischer Defekt. War die App nicht geöffnet, wurden die Daten im Hintergrund nicht aktualisiert. Das sollte den Akku schonen. Betroffen: Besitzer von Handys mit dem Betriebssystem Android, darunter Smartphones von Samsung und Huawei. Das Robert-Koch-Institut und Mitentwickler SAP bestätigen die Probleme gegenüber der Bild-Zeitung. Ein Update soll die Panne laut Gesundheitsministerium inzwischen gelöst haben.